aber hier ist noch das Fach voll mit Thunfisch. Guten Morgen von Blue. Nach dem Vergnügen, Frühstück seht ihr noch, steht auf dem Tisch, kommt die Arbeit und ein neues Video. Ihr seht im Hintergrund das wunderschöne türkisfarbene Wasser, ist heute ganz ruhig. Und die beiden angeln. Ich habe hier extra nicht geangelt, weil die Leute hier in der Bucht angeln sehr viel und dann haben die vielleicht das Gefühl, dass ich denen die Fische wegnehme. Aber es kam eine Frage über Angeln an Bord und deswegen wollte ich euch das mal zeigen. Also wir haben jetzt auf diesem Trip hier zwei Angeln dabei. Normalerweise nehmen wir auch zwei Angeln für das Trolling, also praktisch, dass man eine Leine hinter dem Schiff hinterher zieht, wenn wir segeln. Und ich fange mal mit dem Trolling an. Da seht ihr die größere Leine mit der großen Kurbel vorne dran. Das ist eine Trollingleine. Wir haben jetzt hier den Köder dran, mit dem wir die beiden Thunfische auch gefangen haben. Thomas, vielen Dank. Thomas sagt, ein Fischer, irgendwie, ich glaube, auf den Balearen hat ihn gesagt, unbedingt schwarzer Thunfischköder. Der war sehr erfolgreich. Ja, was man macht, ist, man tut diese... Also es gibt natürlich viele Möglichkeiten, aber man macht normalerweise diese Angel hier in diese Halterung. Seht ihr da? Kommt die so rein mit einer Hand, ist ein bisschen, da ist so eine Festung drin. Und hier ist eine Befestigung, mit der man dann die festmacht, wenn der Fisch praktisch schwer ist und die dann rausziehen will oder was. Und ja, und dann legt man praktisch das Trolling über Bord, hat sich das hier verheddert. So, ja, die Köder hattet ihr ja schon liegen gesehen und ich habe mal die aufgebaut, die wir hier gekauft hatten, jetzt für diesen Trip. Ich habe noch so einen ganzen Koffer dabei sonst. Ich fange mal mit den Trolling-Ködern an. Das sind im Wesentlichen diese hier, die seht ihr, und ihr habt schon den gesehen, der drauf war. Oft nimmt man so Tintenfisch-Imitate die sind eben gut für Thunfisch, aber auch für alle anderen Arten. Und das zweite, was wir noch haben hier, ist ein, Wobbler heißt der. 2 bis 4 Knoten hat der Roland draufgeschrieben, 100 Meter Leine. Und der taucht so ein bisschen so ab und imitiert so einen Fisch, der da schwimmt. Bevor wir dann zu der Dropling-Leine oder Leine, die man eben raus an einem Standort raus rein tut, komme ich dann eben auch gleich zu den Ködern, die wir da haben. Da haben wir im Grunde genommen immer eine Leine, die man runterlässt und mit mehreren Haken. Die sieht ihr hier, verschiedene Größen haben wir gekauft. Und was man macht, ist, man macht unten ein Gewicht. Man kann zum Beispiel so einen Fisch nehmen hier. Das sind ein bisschen schwierige. Damit könnte man auch Jigging, heißt es, glaube ich, machen, dass man so hoch und runter zieht immer, dass man so einen Fisch imitiert, der so schwimmt. Aber wir haben meistens die einfach runtergelassen und wir haben an diese Haken entsprechend Gamberi, also praktisch Garnelen oder kleine Schrimps gemacht. Und ja, hier ist nochmal so ein Set, der fertig gemacht ist, schon mit dem kleineren Fisch und dann den Haken. Meistens haben die da auch so ein bisschen so Federn dabei, dass das so aussieht. Ja, und die Dripping-Leine ist nun Leine und auch die, vor allen Dingen natürlich die Rute und die Rolle. Also normalerweise eine Angel besteht aus der Rute, Rolle und der Leine. Ich habe mich ein bisschen öfters versprochen, aber ist egal. Also dieser Set ist das da, die Rute. Bisschen dünner, seht ihr, da gehen wir ja nicht auf so hohe Fische. Und hier eine Leine. Und was man jetzt macht, ist eigentlich ganz einfach. Man tut die also sozusagen... ich habe es jetzt nicht gerickt, also keinen Köder dran gemacht. Man tut die irgendwie über Wasser und dann klappt man diesen Bügel, der hier ist, einfach so zur Seite und dann kann die Leine rauskommen. Und wenn man dann auf dem Grund ist, macht man es wieder zu und kann dann wieder aufrollen. Und was man macht, ist, man macht das so, dass das Gewicht oder eben auch dieser Fisch, der als Gewicht dient, so ein bisschen 2, 3 Umschläge oder ein bisschen über dem Grund ist. Man möchte nicht, dass es direkt auf dem Grund liegt, weil dort oft eben Steine sind und dass sich der Köder verhaken kann und das wäre schlecht.
Ja, und das wollen wir eben nicht. Dann würde man dann den Köder verlieren. Die Leine kann man natürlich dann abschneiden. Also die Angel verlieren wir hoffentlich eben dadurch nicht. Man kann auch, wenn man will, das dann eben befestigen und einfach vor Anker einfach nur drin lassen. Das machen auch ganz, ganz viele. Oder wir haben früher viel mit Brot geangelt an den Haken. Das geht auch. Ja, insofern hoffe ich, ihr habt was gelernt. Und wie man so schön sagt, als Angler, Petri heil. Ne?